Oder auch nicht, weil wir nicht mal speichern können. Ah, toll. Wie kämpfen wir uns raus und dann müssen wir mal gucken, wann wir hier aufhören können. Wir parken draußen. Kommst du? Thompson wartet im Auto auf mich. Wer? Medienfuzzi. Kennst ihn nicht. Richtig gut. Ja. Nein, die schießen auf mich. Er versteckt sich. Ich muss nachladen. Halt sie auf. Wow. Noch jemand? Schneller. Wir sind direkt hinter dir. Alles klar. Wir sind entkommen. Aber ich wette, sie verfolgen uns, oder? Es war so klar. Die dürfen uns nicht erwischen. Gar nicht so übel. Und jetzt? Wir müssen die loswerden. Nächste rechts, los! Warum? Wir müssen noch irgendwo unterirdisch rein. Am besten. Oder im Parkhaus. Ja, obwohl Parkhaus. Ah. Okay, okay, okay. Glauben ist nicht wissen. Unterhalten wir uns. Also dann, wen holen wir aus den Fängen von Arasaka? Alt Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower. Haben Sie sich ja dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Yep. Wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Nance, sie weiß, wie man Publikum anzieht. Ich rufe sie an. Wir machen das direkt vor Arasakas Nase und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher. Noch sind uns keine Zahlen zu der neuen Anzahl der Verletzten bekannt. Aber unser Reporter-Team ist direkt vor Ort am Arasaka Tower. Und sie sind sich alle einig, dass vor Ort ein Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Okay. Na dann. Du nimmst die ganze Sache auf? Warum? Willst du jemanden daheim grüßen? Tu, was du tun musst. Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Thompson, kennst du ihn gut? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht. Außerdem bringen Reporter Pech. Was? Pech? Was, wenn jemand eine Aufzeichnung findet? Von uns, wie wir in den Arasaka Tower einbrechen? Ja, sorg dich drum, falls wir es rausschaffen. Wir haben nicht viel Zeit. Mainframe. Wir müssen den Mainframe finden. Und jetzt konzentrieren. Verdammt! Oder nicht? Jetzt komme ich! Lass uns um Karrecke! Sehr gut! Weiter so!
kommen auf uns zu. Macht euch bereit. Umfingert ihn! Ja, los! Lasst mir auch noch was in Ruhe. In 5 Sekunden sind wir drin. Bereit? Okay. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Beenden wir das. Die Waffe ist so geil. Naja, ich habe schon Schlimmeres erlebt. Ach, wirklich? Der Spinner versucht, hier Ärger anzufangen. Oh Mann, das ist einfach nur ein Abgeschlachter, ey. Geschützter im Gesicht. Oh. Wir brauchen wir einen Schutzpanzer. Hat jemand eine zündende Idee? Ein Panzer? Lass mich mal. Ach, du Scheißteil! Versuch's hiermit. Ah, jetzt verstehe ich, warum wir ihn dabei haben. 3, 2, 1. Okay. Zurücktreten. Nicht schießen! Beenden wir das. Ach, der lebt ja immer noch. Hattet ihr sie nicht zu stören? Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Hey, hörst du mich? Alt. Ist Alt. Sie? Komm schon, tu das nicht! Fuck! Johnny. Was zur Hölle soll das? Nimmst du immer noch auf? Wir können... Ändert nichts! Sie ist... Johnny! Hör auf! Willst du ihn umbringen? Wir müssen los. Johnny, sie ist tot. Also, raus damit, bevor du platzt. Thompson, was ist aus ihm geworden? Kein Plan. Haben nie wieder zusammengearbeitet. Vielleicht, weil du ihm die Fresse poliert hast, damit es dir besser geht. Der Typ war ein beschissener Aasgeier. Wollte Alt von Anfang an nur benutzen. Als Arasaka sie ermordet hat, war das für den das Sahnehäubchen obendrauf. Fuck. Hätten sie es nicht getan, hätte er sie gekillt. Alles für seine verkackte Story. Hattest mir ja einiges über Alt nicht erzählt. Ach ja?
Zum Beispiel? Weiß nicht. Dass ihr ein Paar wart? Dass sie Soulkiller geschrieben hat? Dass sie tot ist? Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen, als Geist? Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Alt ist entkommen. Ins Net. Laber kein Scheiß. Hab schon zu viele Storys gehört, in denen Runner sich ins Net Nimmerland verzogen haben. Hätte nur nie gedacht, dass du mit einer um die Ecke kommst. Mir egal, ob du es glaubst, solange du genau das tust, was ich dir sage. Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Was? Wieso? Sie wollte, dass ich einmal die Dinge auf sich beruhen lasse. Weil schon genug Leute umsonst draufgegangen sind. Und? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. Boah, so kann man es natürlich auch machen, ne? Woher weißt du, dass Alt immer noch da ist? Ist ein halbes Jahrhundert her. Und du hast es abgeschottet in Mikoshi verbracht. Netwatch hat sie vielleicht schon vor Jahren gekillt. Oder Arasaka. Oh, versucht haben sie es, glaub mir. Aber ihre winzigen Konzernehirne haben keine Chance gegen eine freie KI wie sie. Während die im Crystal Palace nach ihr gesucht haben, hat sie für Kang Tao lässig die Ghost City gebaut. Und Rogue ist mit dir mitgekommen. Wieder. Hab sie gut bezahlt. Hast es selbst gesagt, sie war die Beste, konnte sich die Jobs aussuchen. Aber aus irgendeinem Grund nahm sie einen Job von einem Rockstar mit Todeswunsch an. Einem, der ständig von Arasaka den Arsch versohlt bekam. Andere Zeiten, Mädel. Söldner verkauften sich damals in der Regel nicht an Konzerne. Musstest nur was wie "Lass Arasaka ficken" brüllen und jeder einzelne von ihnen spritzte sofort ab. Oh Mann. Inklusive Rogue. Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit, durchzubrechen, um mit Al zu reden, sie zu kontaktieren. Katsching. Hm? Einen Moment. Hat sich aber länger angefühlt. Hab viel aus Johnnys Leben gesehen. Und Alt. Das ist möglich. Als Daten sind mit einer wesentlichen Gedächtnisspur des Konstrukts verbunden. Diese Erinnerungen müssen eine emotionale Reaktion ausgelöst haben, die in dein Bewusstsein projiziert wurde. Emotion gab's da echt eine Menge. In welchem Zustand ist das Konstrukt? Intakt genug, um Alt von seiner Authentizität zu überzeugen. Was soll das bitte heißen? Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhands Engram ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Was? Noch tiefer? Jenseits gibt es keine Grenzen. Uff. Jenseits der Blackboard. Nur wenige waren je auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Sie wird die Erste sein. Also, du weißt auch nicht, was auf der anderen Seite wartet. Aber bald wissen wir es. Und diese Gestalten? Wilde KIs. Auf der Suche nach einem Durchgang. Hab mein Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Scheiße. War ja klar. Ihr hattet nie vor, mir zu helfen, oder? Das spielt keine Rolle mehr. Du wirst das alles zu Ende bringen.
Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Allee. Okay. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Ich kann mich auf jeden Fall bewegen, das ist schon mal was. Oh, 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 oh. Alt? Johnny, du kannst hier nicht bleiben. Alt Cunningham. Alt? Was war das denn? What the hell? Wir reden hier. Wie? Lass mich das einfach regeln. Johnny. Bist für mich durch die Black Wall gekommen. Das heißt, alles ist okay zwischen uns? Ich habe deinen Engram-Code erkannt. Aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt? Das ist Wie. Du musst dir das Leben retten. Was hast du mit Brigitte gemacht? Lebt sie noch? Ja. Aber sie wird gerade nicht gebraucht. Was willst du? Dieser Chip, der Relic, bringt mich um. Das Konstrukt gräbt sich durch mein neurales System. Das sehe ich. Aber warum ist das mein Problem? Scheiße, natürlich ist es das. Du hast Soulkiller erschaffen. Du hast Arasaka eine Superwaffe gegeben, die mich, dich und die Hälfte der Runner in Night City zerlegt hat. Deinen Tod hast du selbst zu verschulden. Scheiße. Alt, ich bin nach dir reingesprungen. Ist das auch nicht dein Problem? Nein. Die Alt Cunningham, die du im Arasaka Tower retten wolltest, existiert nicht mehr. Das hätte dir klar werden sollen, als du ihren Tod verursacht hast. Johnny war nicht schuld an deinem Tod. Das weißt du nicht. Doch, ich habe seine Erinnerungen gesehen. Das war ein Unfall. Das war seine subjektive Sicht auf die Ereignisse. Eine verzerrte Version, die er in seinem Unterbewusstsein gespeichert und immer wieder abgespielt hat. Sie hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Mhm. Wenn du nicht alt bist, wer bist du dann? Ich nutze ihre Engramm-Daten. Kannst du dann auch ihre hochnäsige Bitch-Persönlichkeit abrufen? Kann das Drama hier nicht warten? Keine Ahnung, was ich von der KI erwartet habe. Aber sicher keinen digitalen Beziehungskrach. Das ist gerade nicht hilfreich. Macht's aber auch nicht schlimmer. Okay, du kannst Johnny nicht ausstehen. Aber was ist mit mir? Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologien. Interessant. Brigitte hat behauptet, nur sie könnte mir helfen. Die Voodoo Boys haben dich angelogen. Warum überrascht mich das nicht? Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst Wie. Deal? Der beste Netrunner der Stadt kann nicht allein in Mikoshi einbrechen. Mit mir rechnen sie. Mikoshi hat eine ganze Wand aus schwarzem Eis mit meinem Namen drauf. Wortwörtlich. Wie maßgefertigte Gefängniskleidung. Ich lasse mich dort nie wieder einsperren. Was genau kannst du für mich tun? Bisher hat man mir gesagt, dass es schon zu spät ist. Mann soll heißen Hellmann? Saburus persönlicher Arschlecker? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in deinen Körper ein. Hm.
Also rettest du mir das Leben, aber bringst mich dabei um? Dein Bewusstsein, deine neuralen Engramme werden in Datenform gespeichert. Der Rest wird verschwinden. Der Rest? Deine Seele. Ich habe das Programm nicht benannt. Aber Soulkiller tut genau das, was der Name verspricht. Scheiße, den Müll will ich mir nicht anhören. Wie hüpft einfach in ihren Körper zurück, oder? Alles bleibt gleich. Nichts bleibt gleich. Das weißt du genau. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Vi hat eine große, staubige Nomadenfamilie, die alles für sie tun würde. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Johnny beschönigt gerne, falls du es nicht gemerkt hast. Du vertraust ihm nicht, und das ist in Ordnung. Aber ich verspreche dir, dass wir dich sicher nach Mikoshi schmuggeln. Ich glaube, der menschliche Faktor und ich haben etwas gemein. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das LocalNet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. Die Voodoo Boys, was ist mit denen? Sie werden euch ungehindert passieren lassen. Das war unser Deal. Du hast also überlebt. Aber nicht deinetwegen. Du darfst das alles nicht persönlich nehmen. Wir wollten Silverhands Konstrukt. Es war Pech, dass du zufällig involviert wurdest. Also fandet ihr es okay, mich zu verarschen? Macht ihr das immer so? Sollte ich alt erzählen? Du wagst es mir, etwas vorzuhalten? Ich habe noch eine Rechnung mit dir offen. Eine bessere Gelegenheit krieg ich nie. Das reicht. Alt kann dich in ihrem Reich beschützen, aber nicht hier. Ich wollte eh gerade gehen. Okay. Hartes Stück. Wollt jetzt die Voodoo Boys nicht auch noch niedermähen? Weiß auch nicht, ob es was gebracht hätte, jetzt die Waffe zu ziehen. Oder ob dann wieder irgendwelche Blablabla, Waffe alle ziehen, alle machen einen auf BBB. Ah, aber trotzdem, harte Nummer. Erstmal raus hier. Okay. Wow. Johnny! Was? Scheiße, pass auf. Nee. Fuck. Johnny. Noch bist du nicht tot. Ich hab dich. Was du riechst, ist Seeluft. Steh auf. Das Meer ist schön um die Tageszeit. Die Attacke hat mich fast umgebracht. Nur fast. Stimmt. Man kann kaum die Augen abwenden. Sind wir in Pacifica? Was ist das für ein Haus? Altes Hotel, das Pista Sophia. Wir sind die einzigen Gäste. Komm mit, ich will dir was zeigen. Du hattest das Pseudo-Endotrizin in der Hand. Ohne das kann ich den Körper ja nicht bewegen, oder? Dein komatöses Ich wollte mich auch eifrig loswerden. Hat sich sogar ziemlich gewehrt. Ah.
hab dich. Da kannst du dich nicht rauswinden. Du wolltest die Pille schlucken. Ich tue so, als hätte ich das nicht gehört. Ach, komm schon. Ich weiß, was du bist. Hey, ich hab dir den Arsch gerettet. Dich in Sicherheit gebracht. Und du vertraust mir immer noch nicht? Ich glaube eher, ich bin wach geworden und habe deinen Plan vereitelt. Und ich glaube, deine Todesangst schürt bei dir grundlos Zorn. Kletter durchs Fenster. Das solltest du schaffen. Hoffentlich. Was? Was machen wir jetzt hier? Hallo? Du wolltest wissen, warum wir hier sind. Wo ich stehe, ist ein Versteck. Mach's auf. Nimm sie mit. Was denn? Ist das deine? War sie, ja. Gehört jetzt dir. 50 Jahre alt. Mexiko-Krieg? Als ich jung und dumm war, habe ich mich bei einer Konzerntruppe gemeldet. In Mexiko habe ich gelernt, dass die Konzerne immer gewinnen und die Kleinen immer verlieren. Egal, wofür man kämpft. Und das okay. Hast du in deiner Musik ausgedrückt? Zuerst bin ich desertiert. Dann war ich genau hier. Hab einen Monat im Bett gelegen und den Deckenlüfter angestarrt. Mich bis in alle Ewigkeit zu verkriechen. Das würde ich auch gern tun. Deshalb habe ich dich hergebracht. Ich will nicht, dass du wie ich da liegst und Zeit vergeudest. Okay. Warum schenkst du mir die? Damit sie dich daran erinnert, dass wir in diesem Krieg gemeinsam im Einsatz sind. Würdest du dir eine Kugel für mich einfangen? Dämliche Frage. Ja oder nein? Ja, würde ich. Die Marke hat mal einem Mann gehört, der sich in Mexiko für mich geopfert hat. Ich habe über unser Dilemma nachgedacht. Ich will ganz ehrlich sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn es soweit ist, gebe ich mein Leben für dich und verschwinde. Die Marke ist ein Versprechen. Eine schöne Geste, aber du kannst mir nichts schenken, das schon mir gehört. Der Körper gehört mir. Es war immer meine Entscheidung. Nicht reden wir erstmal nicht weiter darüber, okay? Denkst du ernsthaft über Hanakos Angebot nach? Hast du eine bessere Idee? Noch nicht, aber eine Bitte. Und zwar? Adam Smasher, der Wichser, der mich fertig gemacht hat. Was immer mit mir passiert, ich will ihn tot sehen. Eiskalt, in alle Winde verstreut. Im Ernst? Smasher? Plötzlich denkst du an den? Beim letzten Mal hatten wir... Keine Gelegenheit, Hallo zu sagen. Deshalb müssen wir ihn finden und kalt machen. Das ist dein letzter Wunsch? Rache? Es ist mehr als das. Und ich will, dass du Rogue mitnimmst. Das ist mir wichtig. Und für sie wird es genauso wichtig sein. Rogue ist nicht gerade der sentimentale Typ. Sie ist ziemlich verbittert, ich weiß. Hat das lange nicht mehr gemacht. Aber ich werde sie schon überzeugen. Du schluckst Mistys Pillen und ich übernehme das Ruder für eine Weile. Der Plan gefällt mir ganz und gar nicht. Ist dir klar, oder? Ich unterhalte mich mit Rogue nur kurz über Smasher. Dann bin ich weg. Versprochen. Ich vertraue dir aber noch nicht. Wir ziehen an einem Strang wie. Du hast doch hier die ganze Zeit die Kontrolle. Ich habe ja nicht mal Selbstkontrolle. Du triffst alle blöden Entscheidungen. Ich kann dich nur beraten. Und dich um Gefallen bitten. So wie jetzt. Ich muss wissen, was genau du vorhast. Rogue alles sagen und herausfinden, ob sie uns hilft.
Hey, ich komme gerade aus dem Seelenknast. Guck mal, mein neuer Arsch. Ich werde einfach Smasher erwähnen und über die alten Zeiten plaudern. Keine Sorge, das wird easy. Ich muss das überdenken. Okay, danke. Das ist mir echt wichtig, wie. Bring mich einfach zum Afterlife und überlass mir kurz das Steuer. Ich fühle mich besser. Gehen wir. Ich fühle immer noch einen Schmerz nah an deinem Herzen. Fürchte, der geht nicht weg. Alles klar, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle jetzt hier für heute Feierabend. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.